meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Das ist Teil 2 unserer Urlaubsrunde. Und ja, jetzt gehen wir gerade schon gepackt mit Sachen. Lia sitzt hier in der Trage bei Felix zum Berg Jena. Ja, eigentlich wollten wir den Malerwinkel zuerst. Jetzt schauen wir mal, wie das bei dem Jena ist. Wenn wir zum Jena gehen, würde ich auch zum Stabhaus gehen. Genau, ja, das ist ja irgendwie. Ich blicke da auch noch nicht so ganz durch. Felix kennt sich hier gut aus. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall gut gerüstet und schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ob wir jetzt in den Malerwinkel gehen oder in Jena. Bei dem Jena gibt es auch noch eine Bahn. Also, wie heißt das? Seilbahn? Nein, wie heißt das? Eine Seilbahn. Da kann man hochfahren und dann oben gehen und auch wieder runterfahren. Aber wir wissen halt nicht genau, was wir machen. Wir haben uns jetzt für den Malerwinkel entschieden, weil wir unten bereits geparkt haben und das Parkticket bezahlt haben. Und dann wäre es zum Jena 4,5 Stunden gewesen. Und deswegen üben wir erstmal, weil ich bin ja noch nie gewandert. Dann üben wir erstmal mit dem Malerwinkel. Jetzt sind wir jetzt auch gerade schon auf dem Weg. Und dann mal gucken, wie es wird. Bin echt gespannt. Kleines Update von mir. Wir gehen jetzt hier so einen richtigen Steinweg, sage ich mal. Also hier ist jetzt schon ein bisschen mehr als dieser Schotterweg. Und wir sind jetzt den Rabenwand, also wir gehen jetzt zur Rabenwand. Das soll so ein schöner Aussichtspunkt sein. Wurde mir empfohlen. Dementsprechend gehen wir da jetzt kurz hin. Und echt, Leute, seht ihr das? Alles nur Steine hier. Muss echt aufpassen, wo man hintritt. Zum Glück sind wir schuhtechnisch gut ausgestattet. So, weiter geht's. Meine Lieben, wir sind in unserem Apartment, in unserem kleinen Zimmerchen und spielen gerade noch eine Karte. Felix mischt da. Und die kleine Maus schläft, macht gerade ihren Mittagsschlaf. Und wenn die Kleine wach ist, dann wollen wir nochmal los zum Grünstein.
Das ist ein Berg hier. Mal gucken. Felix hat in unserem Buch geschaut. Das sollen wohl irgendwie 1,5 Stunden sein. 3 Stunden hoch und runter. 3 Stunden hoch und runter. Schauen wir mal. Wir haben heute Abend noch schöne Abendsonne oben. Ja, genau. Wird das schaffen? 3 Stunden mit Lia. Vorhin hat sie ein bisschen geweint. Wir wussten leider nicht, woran es lag. Dann haben wir gesehen, sie hatte eine volle Pampi. Also ja, wir hoffen einfach mal, dass es nur an der Windel lag, weil sie hat halt die ganze Zeit geweint in der Trage hinten. Ja, das heißt die ganze Zeit. Ja, ab und zu mal. Ab der Hälfte, sag ich mal. Ja, und dann wollte sie viel, viel selber laufen. Ist sie auch dann am Ende relativ viel selber gelaufen. Da haben wir noch ein Eis gegessen. Ja, aber sonst war auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und ich bin ja vorher noch nie gewandert und bei uns in Schleswig-Holstein ist es halt komplett Flachland. Ne? Also da ist halt mal ein kleiner Berg, der ist vielleicht 1 Meter hoch oder so. Und genau, ich kann sagen, ich habe ja auch so ein paar Probleme mit meinen Füßen. Ich will jetzt nicht jammern oder so, aber ich habe halt einen Plattfuß. Und wir waren mal in England, mit der Klassenfahrt, da warst du auch dabei. Und da hatte ich auch extreme Schmerzen mit meinen Füßen. Da sind wir nämlich auch mal einen ganzen Tag gewandert. Was da natürlich der Unterschied ist, da hast du überall Asphalt am Boden. Hier hast du einen relativ weichen Boden. Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr angenehm. Es tat nicht so weh an den Füßen oder so. Und von der Anstrengung, also die ersten paar Meter, finde ich, waren die schlimmsten. Gut, das ging. Es geht beim Malerwinkel halt einmal kurz sehr steil. Mhm. Dafür ist die halt sehr, sehr kurz, die Wanderung. Ja. Ja, aber das aber ist halt eine relativ entspannte Tour, wenn man halt viel im Schatten läuft. Du hast nur teilweise Steigung, viel auch Graben. Und es sind halt, wie gesagt, wie lange läuft man? 1 Stunde? Ja, also ich fand es, wie gesagt, auch sehr angenehm. Und so als Anfänger, Wanderanfänger, war es, wie gesagt, echt total machbar. Und jetzt bin ich gleich gespannt, wie das bei dem Grünstein sein wird. Also der ist von Anspruch, der ist nicht anspruchsvoll, das ist ein relativ gerader Weg auch. Ist ein bisschen schmaler, du musst auch ab und zu mal so ein bisschen kraxen. Aber, ja, aber es ist keine anspruchsvolle Tour. Aber auf jeden Fall höher noch, ne? Als der Malerwinkel, ja. 1183, also nicht hoch. Überhaupt echt nicht nur hoch. So? Nein, das ist nicht hoch. Das ist nicht hoch. Aber es ist halt, du hast den schönsten Blick auf den Watzmann von da. Ja, schauen wir mal. Wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen. Und danach wollten wir noch mal kurz was essen. Irgendein Restaurant oder so. Es gibt da sogar beim Grünstein ein Restaurant oben drauf und unten. Aber oben, glaube ich, will ich dann nicht mit vollem Magen runter. Und dementsprechend denke ich, dass wir dann irgendwie unten essen gehen. Oder irgendwo dann noch hier in der Stadt müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wollen wir dann auch noch was essen gehen. Weil wir ja nichts hier haben. Und heute ist Sonntag, das heißt, man kann auch nicht einkaufen. Aber ja, wir wollen ja auch ein bisschen ins Restaurant. Morgen hat Felix Geburtstag. Nein? und da wollten wir dann gerne zu seiner Lieblingspizzeria hier, ne? Nicht meine, die von meinen Eltern, okay. Ich kenne die gar nicht mehr. Gut, auf jeden Fall wollen wir dann Pizza essen gehen morgen. Wir sind unterwegs auf dem Grünstein. Haben wir schon so ein bisschen was geschafft. Es ist echt richtig steil. Ich glaube, es kommt so gar nicht rüber, aber es ist mega steil. Also hätten wir gar nicht mit gerechnet. Aber jetzt müssen wir durch. Jetzt geht's hier hoch. Ne? Felix hat sich so ein paar Stöcker mitgenommen. Oh, dann schauen wir mal. Also, ich habe ein bisschen Schmerzen im Rücken unten. Ja, aber mal gucken, wie es wird. Mucki ist auch dabei. Wir haben bei ihr auch das Sonnensegel oben drauf gemacht, weil die Sonne ganz schön geknallt hat.
Ein Hallo vom Gipfel des Grünsteins. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind oben. Es war ganz schön anstrengend, aber ich erzähle euch dann nachher zu, noch mehr dazu. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den mega, mega geilen Ausblick.